28 EU-Mitgliedstaaten. Über 83.000 Kilometer Außengrenze, davon 13.000 Kilometer Landgrenze, mehr als 70.000 Kilometer Seegrenze, 250 Schengen-Flughäfen, über 50 nationale Grenzschutzbehörden und ein einziger Koordinator. Frontex. Das Interview an der Europäischen Rechtsakademie Trier im Rahmen der Konferenz über die Sicherheit im Schengen-Raum mit Klaus Rösler, operativer Einsatzleiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Gespräche über den Einsatz an den Außengrenzen, über die Transparenz und die Kritikpunkte. Es wird in diesem Raum ruhig sein. Und ihr werdet Stille herrschen. Aber in die Stille in diesem Raum mischen sich Schreie. Schreie von Kindern, die ihre Eltern ertrinken sehen. Schreie von Eltern, die ihre Kinder nicht retten können. Schreie von Menschen, die in einer aufgewühlten See verloren sind, obwohl sie die Küste des Kontinents vor Augen sehen, die Küste des Kontinents, von dem sie glaubten, dass es der Kontinent ist, auf dem sie Schutz und Hoffnung finden werden. Es sind die Schreie von Menschen, die kurz bevor sie an den Küsten Europas an Land gehen konnten, ihr Leben verloren haben. Ich hoffe, dass die Minute des Schweigens, die wir den Opfern dieser Tragödie vor Lampedusa jetzt widmen werden, vielleicht ein Wendepunkt in der Politik der EU sein kann. Mindestens 20.000 Menschen sind in den letzten 20 Jahren beim Versuch, Europas Küsten zu erreichen, gestorben. Die Zahl kann durchaus höher sein. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung waren im Jahr 2013 in 69 Staaten und Regionen Krisen gemeldet. Im Jahre 2012 gab es weltweit 45 Millionen Flüchtlinge. Circa 16 Millionen waren internationale und 29 Millionen Binnenflüchtlinge. Rund 55% aller Flüchtlinge kommen aus nur 5 Staaten: Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien und dem Sudan. 48% aller Flüchtlinge sind Frauen, 46% Kinder. Sie kommen aus sicherheits-, einwanderungspolitischen und Wirtschaftsgründen. Frontex ist im Rahmen des operativen Solidaritätsprinzips der EU-Mitgliedstaaten und der integrierten Grenzverwaltung ein wirksames Instrument, um den Druck auf die EU-Außengrenzen zu reduzieren. Und dort, an den Außengrenzen, steht Frontex seit Jahren im Brennpunkt der Öffentlichkeit und der Medien. An den Seegrenzen hat die Agentur mehrere gemeinsame Operationen, die sogenannten Joint Operations, durchzuführen. Aber was sind überhaupt die Joint Operations? Wie funktionieren sie? Wer ist der Koordinator? Wer trägt die Verantwortung? Joint Operations bedeutet zweierlei. Es bedeutet erstens, dass mehrere Mitgliedstaaten einen einzelnen Mitgliedstaat unterstützen, an dessen Außengrenzen eine besonders bedrückende oder eine besonders schwierige Lage herrscht. Eine Lage, zu deren Bewältigung der Mitgliedstaat allein nicht imstande ist, weil er nicht genügend oder Mittel zur Verfügung hat oder weil es aus anderen Gründen zu schwierig ist. Dann wird im Rahmen einer sogenannten operativen Solidarität der EU-Mitgliedstaaten helfen andere
Staaten zusammen und führen einen solchen gemeinsamen Einsatz durch. Damit dieser gemeinsame Einsatz möglichst wirksam und auch effizient erfolgt, gibt es Frontex, und das ist der zweite Teil der Geschichte, Frontex koordiniert solche Einsätze. Frontex schlägt den Mitgliedstaaten basierend auf Risikoanalysen, also Lageauswertungen, strategischen Lagebildern, Einsätze vor, plant gemeinsam mit dem gastgebenden Mitgliedstaat solche Einsätze und koordiniert sie dann. Koordinierung bedeutet, dass der gastgebende Mitgliedstaat die taktische und auch rechtliche Verantwortung für die Durchführung von grenzpolizeilichen Maßnahmen, für den Aufgriff, für die Zurückweisung, für die Festnahme, für Anschlussmaßnahmen, für die Einleitung von Ermittlungsverfahren behält. Auch die Angehörigen von anderen EU-Mitgliedstaaten, die an einem solchen Einsatz teilnehmen, handeln nach dem Recht des gastgebenden Mitgliedstaates beziehungsweise nach dem Gemeinschaftsrecht, zum Beispiel dem Schengener Grenzkodex. Weil aber ein solcher Einsatz ja gemeinsam mit Frontex geplant und auch abgestimmt ist, koordiniert Frontex auch vor Ort und achtet darauf, dass der gastgebende Mitgliedstaat den gemeinsam beschlossenen Einsatzdurchführungsplan auch so anwendet. Das sind die Grenzüberwachungsmaßnahmen, das ist der Einsatz der Kräfte, das ist die Gewährleistung des Grundrechtsschutzes, das ist das besondere Augenmerk auf Personen, die in Not sind oder die schutzbedürftig sind. Hier besteht eine Rolle von Frontex darin, den Grundrechtsschutz zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass in der fachlichen Verantwortung des Mitgliedstaates effektive Grenzüberwachung und gleichzeitig Schutz und Sorge für die Schutzbedürftigen betrieben werden. Hier entstehen folgende Probleme. Wie wir in dem ersten Teil des Filmbeitrags gesehen haben, die politischen Entscheidungen, die Einführung der neuesten Technologien und Mechanismen, der Zugang und der Austausch von Informationen über nationale und interinstitutionelle Kooperationen machen eine kontinuierliche Übertragung der Kontrollbefugnisse an die supranationale Grenzagentur möglich. All diese Änderungen führen zu einem dynamischen Grenzkontrollumbau und zur Ausdehnung des Grenzenraums nach außen, sodass die Grenzen in der EU zwischen innen und außen kontinuierlich verwischen. Also fangen einerseits die Grenzlinien als ein klar definiertes Territorium an zu verwischen. Andererseits gibt es verschiedene nationale, supranationale, internationale, zwischenstaatliche und nichtstaatliche Akteure an den EU-Grenzen. So wie die Frontex-Agentur. Hier stellt sich die Frage der Verantwortlichkeit. Laut dem Subsidiaritätsprinzip darf die Europäische Gemeinschaft im Notfall nur dann tätig werden, wenn die Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht ausreichen und wenn die politischen Ziele besser auf der Gemeinschaftsebene erreicht werden können. Bei der Gründung der Grenzschutzagentur haben sich die EU-Mitgliedstaaten bereit erklärt, einen Teil der eigenen Kompetenzen an Frontex zu übertragen. Dabei darf das Prinzip der grundsätzlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten nicht aufgegeben werden. Die Agentur Frontex sieht sich im Rahmen ihres Mandats mehr als ein Dienstleister, da sie verschiedene Dienstleistungen für die Mitgliedstaaten erbringt. Hier könnten wir die sogenannte Politik des Nullwachstums, an dem sich die Agentur im Moment befindet, erwähnen. Hier wird vielleicht eine vollständige Übertragung der Aufgaben auf EU-Ebene bzw. an Frontex erwartet. In der Beziehung meinen Dr. Peter Hobbing und Emilio De Capitani in ihrem Conference Report vom 28. und 29. Oktober von ERA Trier in Warschau: Eine mögliche Zukunft der europäischen Grenzschutz sollte nicht als Ersatz der nationalen Grenzverwaltung, sondern als die Schaffung einer Komplementärstufe mit einer effektiveren Koordination der Kooperation und des Kapazitätsaufbaus gesehen werden. Hier ist es wichtig zu wissen, wie der Ablauf der Einsätze aussieht. Natürlich sind besonders im Blickpunkt der Öffentlichkeit die Einsätze an der Landgrenze zwischen Griechenland oder Bulgarien und der Türkei oder die Einsätze an der Seegrenze im Mittelmeer. Praktisch kann man sich das so vorstellen, dass wir ja immer einen Mitgliedstaat haben, der für die Grenzüberwachung und Grenzkontrolle verantwortlich ist. Und der setzt seine Kräfte und Mittel ein, um das wirksam durchzuführen. Nun fehlen ihm beispielsweise
Hubschrauber oder Flugzeuge, um die Grenzüberwachung im Bereich der Seegrenze so wirksam durchzuführen, dass man Migranten frühzeitig erkennt und auch Migranten in Seenot, weil mit ihren überladenen und hochseeuntauglichen Booten frühzeitig erkennt und Rettungsmaßnahmen einleiten kann. Oder es fehlen ihnen Wärmebildgeräte oder andere Spezialisten, die die Grenzüberwachung, Grenzkontrolle wirksam gewährleisten können. Dann wird Frontex andere Mitgliedstaaten ansprechen, die über solche Kräfte verfügen und von denen Frontex weiß, über sogenannte Kräftepools, dass sie über solche Kräfte verfügen, die auch für internationale Einsätze vorbereitet sind und oder darin schon Erfahrung haben. Und dann gestaltet Frontex einen Einsatzplan, bei dem dann für einen bestimmten Zeitpunkt ein luxemburgisches Flugzeug die italienischen Behörden bei der Grenzüberwachung unterstützt. Bei dem ein litauischer Hubschrauber an der griechisch-türkischen Seegrenze einen Monat lang die Grenzüberwachung unterstützt. Bei dem Spezialisten aus allen möglichen Mitgliedstaaten mit ihrer Expertise die Grenzkontrolle vor Ort unterstützen. Frontex plant, koordiniert und finanziert dann den Einsatz dieser teilnehmenden Mitgliedstaaten und Frontex koordiniert natürlich auch die Zusatzmaßnahmen, die der gastgebende Mitgliedstaat im Rahmen dieses Verstärkungseinsatzes durchführt. Was bedeutet die Koordinierung der Einsätze von Frontex an den Außengrenzen? Die Koordinierung von Frontex bedeutet, dass für einen solchen Einsatz dann ein sogenanntes internationales Koordinierungszentrum eingerichtet wird durch den gastgebenden Mitgliedstaat. Da sitzen Vertreter aller teilnehmenden Mitgliedstaaten drin und auch ein Koordinierungsbeamter von Frontex sitzen in diesem internationalen Zentrum. Die treffen sich täglich und besprechen die Durchführung des Einsatzes. Die besprechen mit dem gastgebenden Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sinnvoll sind oder durchzuführen sind. Die besprechen vor oder auch besprechen nach, wenn sich besondere Ereignisse im Laufe der Implementierung des Einsatzes ergeben haben. Ihre Einsätze werden im Rahmen der Joint Operations von der Öffentlichkeit und von den Nichtregierungsorganisationen heftig kritisiert. UNHCR, die Organisation der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, ECCHR, das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, Human Rights Watch, Euractiv, Statewatch und andere Organisationen haben im Laufe der Jahre Vorwürfe wegen schweren Menschenrechtsverletzungen erhoben, wegen Nichteinhaltung der EU-Charta der Grundrechte und der Genfer Flüchtlingskonvention. Im Oktober 2013 gab der Frontex-Direktor Ilka Leitinen zu, dass Frontex mehrmals Flüchtlingsboote im Mittelmeer und ohne Asylprüfungsverfahren abgeschoben hatte. Nicht nur der Vorfall von Lampedusa ist schockierend, sondern auch der Vorfall vom 20. Januar 2014, der zwischen der griechischen Insel Famakonisi und der türkischen Küste stattfand. Nach Auffassung von Pro-Asyl waren 12 Menschen ums Leben gekommen nach einer entglittenen Pushback-Aktion der griechischen Küstenwache. Hier wird gefordert, den Poseidon-Sea-Frontex-Einsatz zu beenden und einen unabhängigen Menschenrechtsbeobachter einzusetzen, da der Einsatz, das Training und die Verantwortung in Bezug auf die Menschenrechte nicht zu einer Veränderung in der Praxis geführt haben. Es ist auch möglich, dass die neuesten Technologien auch für die Überwachung und die Durchsetzung der Maßnahmen während des Einsatzes zur Erhaltung der Menschenrechte eingesetzt werden könnten. Watch the Met ist eine kartografische Online-Plattform. Sie wurde eingerichtet, um die Todesfälle und Verletzungen der Rechte von Migranten an den Seegrenzen der EU überwachen zu können. Im Jahre 2011 wurde Frontex durch eine EU-Verordnung dazu verpflichtet, dass die Joint Operations in Einklang mit der Charta der Menschenrechte sein müssen. Laut Verordnung sollte es einen Verhaltenskodex für Frontex-Operationen geben. Ein Grundrechtsbeauftragter und ein Konsultationsforum der Grundrechte muss eingerichtet werden. Laut einem Bericht von Emily O'Reilly,
zeigte sich die Frontex-Agentur nicht kooperativ in Bezug auf die Einrichtung eines Beschwerdemechanismus über die Verletzung der Grundrechte. Konform der Menschenrechtskonvention hat jeder das Recht auf wirksame Beschwerde und auf ein faires Verfahren. Frontex lehnte die Empfehlung mit der Begründung ab, dass einzelne Vorfälle in der Verantwortung des jeweiligen Mitgliedstaates liegen. Am 13. Februar 2014 hat die EU-Bürgerbeauftragte vor dem EU-Parlament in Brüssel eine Beschwerde über die Frontex-Agentur vorgetragen. Emily O'Reilly, die EU-Bürgerbeauftragte, konnte nicht akzeptieren, dass Frontex keine Verantwortung für die Handlung der Mitarbeiter, die im Namen der Agentur agieren, übernehmen möchte. Außerdem sagte sie, es sei nicht haltbar, dass Frontex keinerlei Verantwortung trägt und daher keine Beschwerden behandelt, die sich auf Vorgänge beziehen, an denen die Agentur beteiligt ist. In dieser komplexen Situation ist die Transparenz der Arbeit der Frontex-Agentur unentbehrlich. Fangen wir vielleicht mal mit der Transparenz an. Ich denke, Interviews wie diese sind geeignet, ein bisschen mehr über die Arbeit von Frontex zu erfahren. Das ist Punkt 1. Die Nachvollziehbarkeit von Frontex, da geht es dann auch ein bisschen mit um Transparenz des Arbeitsprogramms und Budgettransparenz. Es ist ja so, dass auf der Frontex-Website sehr viel darüber nachzulesen ist, was wir machen und wie wir es machen, und dass auch das Europäische Parlament, zum Beispiel der Ausschuss für Freiheit und innere Sicherheit und innere Angelegenheiten, also das Liebe-Komitee, bald ja quasi regelmäßig den Exekutivdirektor von Frontex einlädt, um dort zu berichten. Es gibt in der Frontex-Verordnung auch Berichtspflichten unmittelbar an das Parlament. Es gibt ein Consultative Forum on Fundamental Rights, also ein strategisches Beobachtungsgremium, in dem Regierungsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen sitzen und regelmäßig über die Arbeit von Frontex informiert werden und auch insbesondere im Bereich des Grundrechtsschutzes Anregungen geben können und auch Berichte erhalten. Also Frontex hat Rede und Antwort zu stehen. Das zum Thema Transparenz. Nach den Empfehlungen der EU-Bürgerbeauftragten wird die Frontex-Agentur ihre eigene Internetseite modernisieren. Frontex wird bis Ende 2014 die Informationen auf ihrer Internetseite in alle 24 offiziellen EU-Sprachen übersetzen. Die EU-Kommission verpflichtet die EU-Agenturen auf Transparenz, gute Verwaltung und Datenschutzrecht. Missstände werden in Bezug auf Objektivität, Informationsbegehren, Rechtmäßigkeit, Unparteilichkeit, über den Umgang mit Einträgen auf Zugang zu Informationen und Dokumente beklagt. Die Abhängigkeit von Frontex gegenüber Rat, Kommission und Parlament beschränkt sich nur auf die Berichtspflicht. Das Europäische Parlament besitzt kein Sanktionsrecht gegenüber Frontex und hat kaum Einfluss, nur eine begrenzte finanzielle Kontrolle durch Genehmigung des Finanzfonds. Die Agenturführung ist autonom. Die Finanzen sind nur durch Kontrolle und Genehmigungsvorbehalte gebunden. In Bezug zur Transparenz meint Dr. Peter Hobbing und Emilio De Capitani in ihrem Conference Report, bei den Vorkommnissen wie in Lampedusa, die unter der Öffentlichkeit und Medienaufmerksamkeit stehen, wird vorgeschlagen, dass Frontex in der Lage sein muss, die Umstände erklären zu können und auch auf die Grenzen ihrer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu verweisen. Es wäre sehr wichtig, nicht nur das europäische, sondern auch die nationalen Parlamente darüber zu informieren, sodass die nationale Dimension der Grenzkontrollaktivitäten und auch die von Frontex koordinierten Aktivitäten berücksichtigt werden. Einer der Zielvorgaben der Frontex-Agentur ist die Verbesserung der operativen Zusammenarbeit mit Drittstaaten, der Ausbau der guten Beziehungen mit diplomatischen Vertretungen sowie der Ausbau der Kapazitäten zur Rückführung der Drittstaatenangehörigen, die sich illegal in der EU aufhalten. Andere Kritikpunkte. Also Frontex verhandelt nicht mit Regierungen von Drittstaaten, sondern Frontex hat mit Nicht-EU-Staaten Arbeitsabkommen auf der Ebene der Grenzpolizei oder Grenzschutzorganisationen. Das ist ein großer Unterschied, weil solche Abkommen zum Beispiel keinen politischen oder diplomatischen Charakter haben. Sie erfolgen mit dem Ziel, eine Zusammenarbeit über EU-Grenzen hinweg zu erreichen.
Zusammenarbeit mit dem Nachbarn ist für uns und auch nach dem EU-Konzept über integriertes Border Management ein wichtiger Faktor für wirksame Grenzkontrollmaßnahmen. Es geht dabei um Vertrauensbildung, es geht um Informationsaustausch und wiederum nicht Austausch von personenbezogenen Informationen, sondern Austausch von statistischen Informationen oder von Daten über Migrationsrouten, über Brennpunkte der grenzüberschreitenden Kriminalität. Etwa die osteuropäischen Länder haben große Probleme mit Zigarettenschmuggel, andere Länder haben Probleme mit Drogenschmuggel und so weiter. Und die Sicherheit der EU-Bürger durch Grenzschutz an den Außengrenzen kann wirksam gewährleistet werden, wenn man die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit Nachbarstaaten, Nicht-EU-Staaten mit einbezieht. Am 2. Dezember 2012 stimmte der Justizausschuss über bindende Regeln für die Frontex-Agentur ab. Die Rettung auf hoher See soll neu geregelt werden. Der Grundsatz der Nicht-Zurückweisung verbietet es, die Menschen in die Länder zurückzuschicken, in denen ihre Freiheit oder ihr Leben bedroht werden könnten. Einsätze zum Beispiel an den Seegrenzen im Mittelmeer dienen natürlich dazu, Migranten frühzeitig festzustellen, aber diese Migranten, wenn sie dann in Seenot sind, auch rasch Rettungsmaßnahmen einleiten zu können und im Übrigen bei den Migranten, wenn sie dann an Land sind, in Italien beispielsweise oder in Spanien, eine Feststellung durchzuführen, in welchem Umfang Schutzbedürftige zum Beispiel nach unseren oder nach europäischen Asylrecht oder Asylprinzipien darunter sind oder dann eben die Migranten auf andere Weise in der Verantwortung der Mitgliedstaaten weiter zu behandeln. Und Frontex fängt niemanden ab, sondern Frontex trägt im Gegenteil zur Rettung von Menschenleben bei. Nur mal als Beispiel, im Jahr 2011 sind mehr als 23.000 Personen von insgesamt etwa 60.000 Personen, die im Jahr 2011 übers Mittelmeer Richtung Italien gekommen sind, waren, wie gesagt, ein gutes Drittel, zwischen 30% und 40%, waren dann sind im Rahmen von Seenotrettungsaktionen nach Italien gebracht worden. Und solche Seenotrettungsaktionen sind möglich, weil Frontex etwa mit zusätzlicher Luftüberwachung Boote frühzeitig erkennt. Und es sind Schiffe oder Flugzeuge der Mitgliedstaaten. Und es ist die Entscheidung der Mitgliedstaaten, und die Verantwortung der Mitgliedstaaten, wie die Migranten dann, die nach Italien kommen, zum Beispiel weiter behandelt werden, abhängig von ihren berechtigten Schutzinteressen. Und auch wenn es um Abschiebungen, also um Rückführungen geht, Frontex koordiniert Sammelrückführungen auf dem Luftweg, Größenordnung 2000 Personen pro Jahr, von insgesamt 150.000 Personen pro Jahr, die Mitgliedstaaten freiwillig oder unfreiwillig in ihre Heimatländer zurückführen. Die Entscheidung über das Bleiberecht treffen ausschließlich die zuständigen Behörden des Mitgliedstaates, zum Beispiel in Deutschland die Ausländerbehörden. Und so wie in Deutschland die Bundespolizei den Vollzug einer solchen Ausreisepflicht übernimmt, so koordiniert auf europäischer Ebene in bestimmten Fällen Frontex den Vollzug der Ausreisepflicht. Aber Frontex trifft nicht die Entscheidung, wer ausreisepflichtig ist. Mit der Hilfe von Eurosur sollen vorhandene und neue regionale Netzwerke zwischen EU-Mitgliedstaaten und benachbarten Drittländern über die nationalen Netzwerke der Eurosur vernetzt werden. Hier erleben wir eine Internationalisierung der Grenzkontrolle. Die Kritik hier ist, dass die Grenzen der Europäischen Union immer undurchlässiger werden.
Das ist der Grund, warum die Flüchtlinge gefährliche Strecken in Kauf nehmen. Für diejenigen, die das schaffen, ist es ein legaler oder illegaler Aufenthalt. In verschiedenen Ländern erledigen sie meistens gering qualifizierte und schlecht bezahlte Tätigkeiten, die meistens nicht angemeldet sind. Trotz andauernden Brennpunkten erhält die Frontex-Agentur auch durch Einführung der Eurosur eine zunehmende Rolle in der EU. Jetzt werden der Druck und die Erwartungshaltung im Zusammenhang mit den Rettungsaktionen und der Einhaltung der Menschenrechte, Transparenz und Datenschutz zunehmend wachsen.